Guten Morgen, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Nach dem Bundestag befasst sich heute der Bundesrat mit der umstrittenen Notbremse im Kampf gegen Corona. Das neue Infektionsschutzgesetz sieht bundesweit einheitliche Einschränkungen vor, wenn die 7-Tage-Inzidenz an 3 Tagen über 100 steigt. Dazu zählt auch eine nächtliche Ausgangssperre von 22 bis 5 Uhr. Der Bundesrat muss dem Gesetzentwurf nicht aktiv zustimmen, er kann ihn aber blockieren und den Vermittlungsausschuss anrufen. Kritik an dem Gesetzesvorhaben äußerte die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern Schwesig im gemeinsamen Morgen. Magazin von ARD und ZDF. Vor Ort muss gehandelt werden und deswegen werden wir im Land bei unseren strengen Regeln bleiben und werden nicht diese weiche Bundesnotbremse hier umsetzen, weil sie den Menschen nicht hilft. Und dazu kommt, dass es dann an anderer Seite Verschärfungen gibt, die überflüssig sind. Zum Beispiel die Testpflicht, um in einem Zoo spazieren zu gehen. Die ist dann wieder auf der anderen Seite sozusagen viel zu übertrieben. Gerade der Außenbereich, den muss man für die Familien auch zugänglich lassen. Und das zeigt, dass dieses Bundesgesetz weit von der Praxis vor Ort entfernt ist. Aber das größte Problem wird diese Pendelbewegung auf hohem Niveau sein. Das bringt uns nicht in die Infektionszahlen runter und das entlastet vor allem nicht das Gesundheitssystem. Und darum geht es doch. Und hier die Zahlen zur Infektionslage. 29.518 neue Corona-Fälle wurden binnen 24 Stunden beim Robert-Koch-Institut erfasst. Gut 90 mehr als vor einer Woche. Es könnten Nachmeldungen aus Nordrhein-Westfalen enthalten sein. Der Wert der 7-Tage-Inzidenz stieg laut RKI auf gut 161 an. Durch die Maßnahmen gegen Corona hat es in diesem Winter praktisch keine Grippewelle gegeben. Dem Robert-Koch-Institut wurden bislang 519 Fälle von Influenza gemeldet. Im vorigen Winter waren es 184.000. Es ist das erste Mal seit knapp 30 Jahren, dass die Virusgrippe weitgehend ausbleibt. Das gilt laut RKI nicht nur für Deutschland, sondern auch für die meisten anderen Staaten auf der Nordhalbkugel. In mehr als 80 russischen Städten haben am Abend Menschen für die Freilassung des Kreml-Kritikers Nawalny demonstriert. Dabei gab es Berichten zufolge mehr als 1000 Festnahmen. Die Behörden hatten vor einer Teilnahme an den Demonstrationen gewarnt. Nawalny ist seit 3 Wochen im Hungerstreik. Seine Anhänger fürchten um sein Leben und wollen, dass er von unabhängigen Ärzten untersucht wird. Auf Initiative von US-Präsident Biden tagt ab heute Mittag ein 2-tägiger Klimagipfel. An den Beratungen, die online stattfinden, nehmen mehr als 40 Staats- und Regierungschefs teil, darunter die Präsidenten Russlands und Chinas sowie Bundeskanzlerin Merkel. Es wird erwartet, dass sich die USA zu einem neuen Klimaziel verpflichten. Biden hatte zuvor bereits den Austritt aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig gemacht, den sein Vorgänger Trump vollzogen hatte. Weiterer Pionierschritt der US-Mars-Mission. Der Rover Perseverance wandelte Kohlendioxid aus der Atmosphäre des roten Planeten in Sauerstoff um. Das teilte die NASA mit. Zum Einsatz kam dabei ein Gerät namens MOXIE mit der Größe eines Toasters. Das Verfahren könnte Astronauten, die eines Tages den Mars betreten, das Atmen ermöglichen. Und hier die Bundesliga-Ergebnisse von gestern Abend. Dortmund Union Berlin 2:0, Stuttgart Wolfsburg 1:3, Bremen Mainz 0:1 und Hoffenheim Mönchengladbach 3:2. Und nun die Wetteraussichten. Heute in Alpennähe zeitweise Regen, sonst im Süden oft sonnig. Im restlichen Land mal Sonne, mal dichtere Wolken, an den Küsten ein paar Schauer und windig. Höchstwerte von 6 bis 17 Grad. Wir melden uns wieder mit der Tagesschau um 12 Uhr.